Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über meine Neuzugänge aus dem Monat Januar sprechen. Es waren, wie ihr es vielleicht am Titel seht, ein paar mehr. Ich habe es nicht umsonst XXL Neuzugänge Video genannt. Es waren fast 20 Stück. Das ist für mich echt sehr, sehr viel. Ich kann mich da leider auch nicht rausreden. Ich glaube, davon war eins ein Weihnachtsgeschenk, ein verspätetes, und der Rest ist wirklich durch mein eigenes Verschulden hier eingezogen. Aber ja, ich würde sagen, das Video wird wahrscheinlich wieder etwas länger. Starten wir doch direkt mit dem ersten Buch. Das da wäre Kein Horizont zu weit von der lieben Alexandra Flint. Das Ganze ist ein Rezensionsexemplar, wie ihr es vielleicht wisst, wenn ihr ja die Neuerscheinungen so ein bisschen im Auge behalten habt. Das Buch erscheint erst im Februar und ich werde es euch natürlich auch in meinem Neuerscheinungsvideo Februar auch nochmal präsentieren. Ich habe es jetzt schon lesen dürfen, also ich habe es schon letzte Woche oder so bekommen und durfte es lesen, und ich finde es einfach richtig cool, dass es mal eine Reihe gibt, die in Deutschland spielt, in Sylt spielt. Das ist ja wirklich nicht ganz so häufig, dass auf Deutschland zurückgegriffen wird. Aber ich werde gar nicht mehr so viel davon erzählen. Alles dazu gibt es natürlich wie immer in meinem Lesemonat. Aber ich lese euch natürlich wie immer noch den Klappentext vor. 5 Jahre sind vergangen, seit Leni Raphael zum letzten Mal gesehen hat. 5 Jahre, seit er bei einem Brand Vater und Bruder verlor. Doch jetzt ist Raffe zurück auf Sylt, um den Wiederaufbau des Familienhotels zu überwachen. Und ausgerechnet die Werft, in der Leni ihre Ausbildung zur Schiffsbauerin macht, ist an dem Projekt beteiligt. Allerdings wird schnell klar, dass Raffi weder mit Leni noch mit der Insel etwas zu tun haben will. Warum also ist da immer noch dieses vertraute Kribbeln? Dann habe ich ein Buch vorbestellt, das jetzt auch angekommen ist, weil es, ich glaube, am Freitag auf den Markt kam. Ich habe es aber schon vor 2-3 Wochen, also Anfang Januar oder so, vorbestellt. Ich spreche von Court of Sun, und hier heißt es ja, dass Leute, die gerne Das Reich der Sieben Höfe gelesen haben, dieses Buch vermutlich auch mögen werden. Also es geht auch um Fae, das werde ich euch gleich anhand des Klappentextes auch nochmal zeigen. Und warum ich es eigentlich gekauft habe, war einmal diese Aussage, und dann hat mein Kaufkonsum, mein Opferdasein als Konsument und als Buchschnittopfer wieder zugeschlagen, weil dieses Buch einfach so unfassbar wunderschön ist. Also der Buchschnitt ist tatsächlich in der Erstauflage vom Verlag so, das ist jetzt nicht Bücherbüchse oder so. Und deshalb finde ich es eigentlich umso schöner, weil das Buch einfach so im Handel zu erwerben ist. Die begnadete Diebin Apriella hasst die Fae. Doch als ihre Schwester Chess als Sklavin an den König des Schattenhofes verkauft wird, ist sie gezwungen, in deren magische Welt einzutauchen, um Chess zu retten. Am Hof wird Apriella nicht nur in ein Netz von Intrigen verstrickt, sondern gerät auch zwischen die Fronten der verfeindeten Reiche, des Lichts und der Schatten. Und sie muss sich zwischen 2 Prinzen entscheiden, die beide um ihr Herz kämpfen. Einem kann sie vertrauen, einer wird sie verraten. Also für mich klingt es sehr, sehr, sehr nach Reich der Sieben Höfe. Aber ich lasse mich überraschen, was die Autorin da als Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen rausgearbeitet hat. Weil, ja, es wird wohl nicht Reich der Sieben Höfe 6 sein. Dann kam Anfang des Monats noch ein Buch bei mir an, für das ich mal wieder meine Vorsätze über Bord geworfen habe, beziehungsweise meine Vorgaben, die ich mir selbst gemacht habe, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht mehr so oft bei Chest of Fandoms bestellen. Aber ich habe es schon wieder getan. Und zwar habe ich Anfang des Jahres, ich glaube in der ersten Januarwoche, ein Buch bekommen, das ich auch an Weihnachten mehrfach verschenkt habe. Und zwar ist das Acadia Love. Ich habe das Buch, ich glaube, insgesamt 3-mal verschenkt und habe es mir jetzt noch in der Chest of Fandoms Buchschnittvariante gekauft, weil ich halt, wie gesagt, ein kleines Buchschnittopfer bin. Einerseits finde ich Buchschnitte total schön, einerseits nicht. Ich denke, ich werde da auch mal ein Video zu machen,
Das wurde mir nämlich ganz oft gesagt bei meiner Dinge, die nur Bookies verstehen, Reihe, dass ich da immer über Buchschnitte reden soll. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, sondern um Acadia Love. Ich habe gerade auch das E-Book zu Band 2 beendet. Das ist nämlich am 26. Januar jetzt erschienen. Das zeige ich euch gerne nochmal hier. Und die beiden sind dann quasi als Neuzugänge hier bei mir eingegangen, jetzt im Januar. Ich habe das jetzt einfach mal dazu gezählt, weil ich euch nämlich auch den Klappentext zu Band 1 vorlesen werde. Hier in der Reihe ist es nämlich so, dass die Geschichte fortlaufend ist und nicht jedes Buch quasi ein anderes Pärchen abdeckt. In Bar Haber will Andy neu anfangen. Vor allem will sie vergessen. Den Schmerz, die Angst, alles, was sie zurücklässt. Einen alten Wohnwagen, einen Stapel Notizbücher und einen Platz an der Acadia University. Mehr besitzt sie nicht. Aus Furcht davor, dass ihre Vergangenheit sie einholen könnte, versucht sie unauffällig und allein zu bleiben, bis sie auf Hunter trifft. Hunter, der verzweifelt nach seiner Schwester sucht, der von Gerüchten verfolgt und von allen verachtet wird. Der sie wirklich sieht, sie zum Lachen bringt und ihr Mut macht, dem sie die dunkle Geschichte hinter ihrem Namen anvertrauen kann. Er könnte sie all den Schmerz vergessen lassen, wenn da nicht sein eigener wäre. Dann durfte hier diesen Monat der 5. Band der New Hope-Reihe von der lieben Rose Bloom einziehen. Ich habe ja die ersten Bände auch bereits hier im Regal stehen, habe sie aber noch nicht alle gelesen. Also die kann man alle unabhängig voneinander lesen. Den 4. habe ich letztens gelesen und der 5. durfte jetzt natürlich auch einziehen. Und da habe ich auch vor, den zeitnah zu lesen, weil es eben auch ein Rezensionsexemplar ist. Ja, wie gesagt, man kann sie unabhängig voneinander lesen. Das ist so ein bisschen wie bei der Green Valley-Reihe, dass die Geschichte quasi in einer Stadt spielt und jeder Band dreht sich um einen anderen Protagonisten oder eine andere Protagonistin aus dieser Stadt. Hier geht es um Lou. Lou liebt es, sich für ihren Foodblog in kulinarische Abenteuer zu stürzen und neue ausgefallene Rezepte zu kreieren. Deswegen ist der Job in Curtis Restaurant in New Hope, der Kleinstadt am Fuße der Sierra Nevada, perfekt für sie. Curtis ist aber nicht nur ihr Chef, sondern auch ihr bester Freund. Als ihr Haus renoviert werden muss, bietet er ihr sofort an, bei ihm zu wohnen. Während sie Tag und Nacht zusammen verbringen, merkt Lou, dass die Schmetterlinge in ihrem Bauch immer wilder flattern, wenn sie in Curtis Nähe ist. Aber soll sie es riskieren, ihm ihre Gefühle zu gestehen und so vielleicht ihre Freundschaft zu gefährden? Denn selbst Curtis hat sie nie den wahren Grund verraten, warum sie damals nach New Hope gezogen ist. Dann durfte eine ganze Reihe direkt hier einziehen. Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe Band 2, Lights of Darkness, zugeschickt bekommen, hatte aber Band 1 noch nicht gelesen und dann hat eine liebe Freundin zu mir gesagt, du, pass auf, ich habe den hier liegen und das ist so eine Freundin, die macht Dinge, die ich nicht verstehen kann. Die kauft sich ein Buch, liest es und verkauft es dann wieder. Die hat sowas wie einen Stapel ungelesenen Bücher einfach nicht. Die kauft sich ein Buch, liest es und dann verschenkt sie es oder bringt es zum Bücherbaum oder verkauft es einfach wieder. Ja, sehr seltsam, diese Frau. Aber ich liebe sie sehr, weil sie hat mir Sound of Silence einfach so geschenkt. Wir gehen jetzt zum nächsten Kaffee trinken dafür. Das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Wenn ich an alle Bücher durch den Kaffee kommen würde, dann würde wahrscheinlich dieser Raum hier platzen. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Reihe komplett. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht das Buch hier noch mit Farbschnitt bekomme, damit das zu meinen Zwängen passt. Oder ich verkaufe das hier und kaufe mir noch mal eins ohne, weil so können das meine Zwänge leider nicht miteinander vereinbaren, dass die so im Regal stehen. Ja, ich finde die Cover unfassbar schön. Ich habe ja so meine eigene Meinung zur Autorin, die ich hier nicht breitreden möchte. Aber die Cover sind wunderhübsch und ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich habe ja schon mit mehreren von meinen Bookstagram-Mädels gesprochen, die davon mega schwärmen und ich werde mir das jetzt auch mal zur Brust nehmen. Ich habe nämlich vor, das jetzt direkt im Februar zu lesen. Als es ankam, stand meine Leseliste für den Januar schon fest, aber ich habe es für den Februar eingeplant, also könnt auch gerne mal meinen Blog im Auge behalten. Da wird wohl die nächsten Tage eine Rezension zu eingehen, weil ich vorhabe, die Bücher direkt hintereinander und zeitnah zu lesen. Jetzt erzähle ich euch aber noch, um was es in der Reihe geht und wir starten ganz klassisch mit Band 1. Tatum Sullivan fühlt sich nur sicher, wenn es still ist.
Seit einem verhängnisvollen Tag in New York hat sie mit Lärm und den dadurch hervorgerufenen Panikattacken schwer zu kämpfen. Um der Großstadt zu entfliehen, zog sie mit ihrer Familie ins beschauliche Golden Oaks. Doch nicht einmal dort, umgeben von Seen und Wäldern, kommt Tatum zur Ruhe. Dash Adam liebt es laut. Je dröhnender die Musik in seinen Ohren, desto besser. Und genau deshalb hat er sich eine Karriere als DJ aufgebaut. Denn wenn es still ist, ist er allein mit seinen Gedanken. Gedanken, die Trauer und Schuldgefühle auslösen. Als Dash einen Freund in Golden Oaks besucht und dort auf die schlagfertige Tatum trifft, funkt es sofort. Doch können leise und laut zusammen bestehen. Und dann kommen wir zu Band 2. Frankie Davis hat panische Angst vor der Dunkelheit. Als Kind musste sie schlimme Erfahrungen machen, weshalb sie bis heute nur bei absoluter Helligkeit einschlafen kann. Sobald das Licht erlischt, fürchtet sie, die Geschehnisse von damals neu durchleben zu müssen. Tyler Montgomery ist ein Nachtmensch durch und durch. Seit einer schrecklichen Tragödie flüchtet er sich in die Dunkelheit, um unter den Sternen mit seinen Problemen allein sein zu können. Doch als Frankie und Tyler Licht und Schatten spüren, dass da mehr zwischen ihnen ist als nur Freundschaft, ändert sich alles. Dann hat mich letzte Woche ganz unerwartet ein Paket erreicht, von dem ich nicht wusste, dass es mich erreichen wird, nämlich eine etwas verspätete Weihnachtspost. Wer meine Instagram-Story verfolgt hat, der weiß auch, was da drin war, nämlich Wie der Falke fliegt von Mackie Stiefvater? Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Wenn ihr das wisst, dann dürft ihr mir das gerne sagen. Aber ich weiß nie, ob man das Deutsch oder Englisch ausspricht, weil Maggie, sage ich immer, auf Englisch und dann sage ich immer Stiefvater, wie so eine Kartoffel. Stiefvater, ja. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Und zwar war das eine ganz lustige Geschichte. Wer sich erinnert, ich habe im Sommer mit der lieben Maren und der lieben Ivy die Raven Boys Reihe gelesen und die fanden wir ja so semi-toll. Und dann war die ganze Zeit so die Frage, lesen wir jetzt das Spin-Off, lesen wir es nicht. Und dann ist irgendwie so ein bisschen unsere Gruppe eingeschlafen. Jeder hat so seine Bücher gelesen und sein Ding gemacht. Und dann kam die Maren auf die glorreiche Idee, schenkt sie uns einfach zu Weihnachten, also Ivy und mir jeweils, das Buch. Und dann müssen wir es ja quasi als Buddy Read lesen. Ha! Ich fand, das war eine sehr, sehr coole Idee und so ein kleiner Tritt in den Allerwertesten, das Buch jetzt doch endlich zu lesen oder uns die Entscheidung abzunehmen, ob wir das Buch lesen wollen oder nicht. Es steht jetzt noch der Termin aus, wann es in unsere Lesepläne passt. Das ist immer sehr schwierig bei 3 Leuten, die viel lesen und sich auch Pläne machen, was sie wann ungefähr lesen wollen, da einen Termin zu finden. Aber ich glaube, das kriegen wir. Die Träumer wandeln unter uns und die Geträumten auch. Rowland Lynch ist ein Träumer. Er kann Wunderbares, aber auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie ihrem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farouk Lane ist eine Jägerin, die Träumer verfolgt. Denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träumer einem Menschen antun können und den Schrecken, den die Träumer verursachen. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt wird. Albträume, die zum Leben erwachen, erbarmungslose Verfolgungsjagden und eine unwahrscheinliche Liebe. Bin schon sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Es durfte dann auch noch ein Buch einziehen, das gar nicht auf meiner, sag ich mal, akuten Leseliste stand. Also das war gar nicht eingeplant, dass ich das in den nächsten Wochen kaufe, geschweige denn lese. Trotzdem ist es hier angekommen und trotzdem lese ich es gerade. Das crasht so ein bisschen meine Leseliste. Aber ich wollte das Phänomen dahinter auf jeden Fall mal verstehen. Und zwar ist das The Spanish Love Deception, oder nur Spanish Love Deception. Das habe ich nämlich bei der lieben Jackie gewonnen. Und Jackie werde ich euch auf jeden Fall in meinem Bookstagram Community Bubble Video, das ich irgendwann mal vorhabe zu machen, vorstellen. Weil sie ist eine ganz, 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 ganz tolle Person. Aber genug geschwärmt. Ja, ich habe das Buch bei ihr gewonnen und habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Und irgendwie habe ich es dann auch direkt angefangen zu lesen, weil ich an dem Tag gerade ein anderes Buch beendet hatte und dann die Frage aufkam, was liest du jetzt als nächstes? Da hat sie mir quasi die Entscheidung abgenommen. Das Buch ist ja, wie hier schon steht, ein TikTok-Phänomen gewesen, wieder so ein TikTok-Hype-Buch. Da bin ich ja auch immer zwiegespaltener Meinung, auch die Bookstagram-Bubble ist gespaltener Meinung, aber ich werde euch im Lesemonat natürlich meine Meinung dazu sagen. Jetzt verrate ich euch aber noch, um was es geht.
Lina Martin braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer Schwester in Spanien. Vor allem, weil ihre gesamte spanische Großfamilie endlich ihren amerikanischen Freund kennenlernen will, der allerdings nicht existiert. Lina hat nur 4 Wochen, um jemanden zu finden, der mit ihr von New York nach Spanien reist, um ihre Familie davon zu überzeugen, dass es die große Liebe ist. Dann bietet ausgerechnet ihr Arbeitskollege Aaron seine Hilfe an. Er, der sie als desillusioniert bezeichnet und seine Nase immer in ihre Angelegenheiten steckt, niemals. Aber die Hochzeit rückt näher und Aaron ist ihre beste und einzige Option. In Spanien muss Lina feststellen, nicht nur als Fake-Boyfriend kann Aaron wirklich charmant sein. Im Januar hat mich auch noch ein Paket aus dem Hause KISS erreicht, das zum einen das wundervolle Gewitterleuchten von Anja Oma enthalten hat. Da habe ich mich ja wirklich schon sehr, sehr lang gefreut, weil es der finale Band der Reihe ist und Band 1 und 2 mir so, so gut gefallen haben. Meine Meinung dazu gibt es, wie gesagt, im Lesemonat. Aber ich finde einfach, das sind wunderschöne Bücher. Jetzt mal abgesehen vom Inhalt, wirklich nur ganz oberflächlich. Es sind wunderschöne Bücher und ich finde auch diese Zeichnungen einfach so, so schön. Ich finde also dieses Design mit diesen feinen Linien und Punkten sowieso wunderhübsch, wo ich auch schon überlegt habe, ob ich mir sowas mal tätowieren lasse. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ich komme heute irgendwie die ganze Zeit von Arschbacken auf Kuchenbacken. Es tut mir leid. Ja. Um was geht es in Gewitterleuchten? Wir begleiten nämlich die dritte Freundin der Reihe, die Leo. Ich kann dich nicht hassen. Ausgerechnet Leo. Wieso muss es ausgerechnet sie sein, die ihm im Krankenhaus beisteht, nachdem sein Vater einen Unfall hatte? Und wieso fühlt es sich so gut an, von ihr gehalten zu werden, wo Aaron, schon wieder ein Aaron, sie doch seit ihrer gemeinsamen Kindheit immer wieder von sich stößt? Aber ich glaube, hier heißt er Aaron, weil es auch ein Buch ist, das in Deutschland spielt. Nennen wir ihn jetzt hier Aaron. Ich will dich nicht lieben, ausgerechnet jetzt. Wieso muss Aaron ausgerechnet jetzt anfangen, nett zu sein, wo Leos Herz vor Sorge um ihren Ziehvater eh schon Risse bekommen hat? Denn wenn Aaron diesmal wieder in sein übliches Verhalten zurückfällt, könnte er ihr endgültig das Herz brechen. Ich habe tatsächlich beim Lesen die ganze Zeit Aaron gelesen, aber ja. Das wäre das erste Buch gewesen und das zweite war The Love We Feel von Olivia Date. Jetzt habe ich mich voll an meiner Spucke verschluckt. Ich kann heute echt gar nichts. Ja. The Love We Feel ist ebenfalls der dritte Band der Reihe und hier geht es ja um Schauspieler und um, ach, wie nennt sich das? Fanfiction, genau. Es dreht sich, die ganze Reihe dreht sich um so eine Serie, um Fanfiction, um die Schauspieler und das finde ich allgemein ist ein sehr, sehr cooles Ding. Und es geht sehr viel um, ja, Plus Size Protagonisten, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Aber wie gesagt, dazu mehr im Lesemonat. Hier in dem Band geht es um die schwedische Schauspielerin Maria, die für ein Casting nach Los Angeles kommt. Hier trifft sie in ihrem Hotel auf einen verführerischen Mann, mit dem sie spontan die Nacht verbringt. Es ist eine perfekte Nacht und trotzdem schleicht sich Maria am nächsten Morgen davon. Sie will ihr Herz schützen, denn eine Fernbeziehung von fast 9000 Kilometern hätte eh keine Chance. Doch beim Casting für eine Rolle als Wikingerin in der Erfolgsserie Gods of the Gates erlebt sie eine böse Überraschung. Ihr One-Night-Stand Peter spricht als ihr Co-Star vor und er schäumt vor Wut, dass sie ohne ein Wort verschwunden ist. Aber das ist kein Problem, denn wie wahrscheinlich ist es, dass die beiden den Part bekommen und die nächsten 6 Jahre zusammen auf einer winzigen irischen Insel drehen müssen? Spoiler-Alarm. Sehr wahrscheinlich, sonst wird es das Buch nicht geben. Lustigerweise kann ich euch jetzt noch 2 dritte und finale Bände zeigen, die in diesem Monat hier einziehen durften. Zum einen wäre das Still Searching for You von der lieben Valentina. Und wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, dann wisst ihr, dass ich Band 1 und 2 geliebt habe. Dass ich sogar Band 1, glaube ich, als Monatshighlight hatte. Und es auch in meine Jahreshighlights mit aufgenommen habe. Deshalb habe ich diesem Band hier sehr, sehr, sehr entgegengefiebert. Die Rezension ist auch schon online auf meinem Blog. Also da habe ich wirklich direkt losgelesen und habe erst wieder das Buch zugeschlagen, als es beendet war. Es geht in der Reihe ja um Pflegegeschwister, die ein Hotel neu renovieren oder ein Bed and Breakfast, um als Familie zusammenzuwachsen. Und hier geht es um den Pflegebruder Ryan und dessen Geschichte, die mich eigentlich schon die ganze Zeit interessiert hat, weil er in Band 1 und 2 so nur so kleine Gastauftritte hatte, aber diese halt sehr, sehr
viel schon über ihn verraten haben und über seinen Charakter und auch neugierig gemacht haben auf die Geschichte, wie er denn dann vielleicht oder vielleicht auch nicht zur Liebe findet. Ryan und seine Pflegegeschwister haben das geerbte Herrenhaus fertig renoviert und es unter der Leitung seiner Schwester Amber als B&B eröffnet. Und keinen Augenblick zu früh. Nach einem Wasserschaden bei sich zu Hause braucht Ryan nämlich schnell eine neue Bleibe und kommt in einer der Gästewohnungen unter. Gleichzeitig allerdings wurde diese Wohnung an Kate, die Cousine der Managerin, vergeben. Aus Mangel an Alternativen teilen Ryan und Kate sich die Unterkunft und kommen sich näher als geplant. Doch als Ryan herausfindet, dass Kate die Tochter seines größten Konkurrenten ist, glaubt er, sie wäre nur mit ihm zusammengezogen, um ihn auszuspionieren. Zwischen Anziehungskraft und Misstrauen hat diese Liebe eine Chance. Und der letzte finale Band, von dem ich gesprochen habe, ist der letzte Band von den Inheritance Games. Eine mörderische Mission, ein riskantes Spiel, eine Erbin im Fadenkreuz. In dem ganzen Buch oder in der ganzen Reihe geht es ja um Avery Cramps, die von einem komplett fremden Mann, wie sie denkt, ein Milliardenvermögen vererbt bekommt. Und die Bücher beinhalten ja super viele Rätsel. Das Haus, in dem sie leben, beherbergt super viele Rätsel. Ich kann auch gar nicht beschreiben, ob ich jemals ein Buch gelesen habe, das diesem ähnelt oder das dieser Reihe ähnelt, weil ich sie halt so als komplett anders wahrgenommen habe. Hier geht es eben weiter in der Geschichte, deshalb kann ich euch da auch jetzt nicht den Klappentext vorlesen, aber ich habe hier irgendwo mein Telefon liegen und da ist der Klappentext extra für euch im Vorfeld schon gescreenshottet worden. Avery Cramps hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die vier Hawthorne-Enkelsöhne, faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Zu Weihnachten hat mir die liebe Tatjana Don't Love Me von Lena Kiefer geschenkt und ich habe dann ein bisschen bei Rebuy und Co. gestöbert und da hatten sie Don't Hate Me gerade vorrätig und das auch noch in einer super Qualität. Also ich habe es als sehr gut bestellt und es hat auch wirklich keinerlei Leserillen etc. Ich meine, es macht mir ja normalerweise so ein bisschen Gebrauchsspuren machen ja nichts aus, aber bei Leserillen hört dann der Spaß auf. Ich hatte mir auch Don't Leave Me bestellt, aber das sah aus wie schon 50 Mal gelesen und das habe ich dann zurückgeschickt. Deshalb kann ich euch heute jetzt nur Don't Hate Me zeigen. Den Reihenauftakt habe ich tatsächlich auch gerade im Januar gelesen. Ich muss immer mit den Monaten aufpassen. vielleicht kann ich euch nächsten Lesemonat auch Don't Hate Me vorstellen, aber ich werde euch jetzt vor allem den Klappentext zum Reihenauftakt vorlesen, damit ihr wisst, um was es überhaupt geht. Kenzie ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Designstudentin Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken, denn ihre Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als er, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für sie enden könnte. Ebenfalls in dieser Rebuy-Bestellung habe ich mir We Don't Talk Anymore von Julie Johnson bestellt. Die Reihe steht ja schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste und den zweiten Band hatten sie leider nicht vorrätig, sonst hätte ich den vermutlich auch mitbestellt. Das Cover ist jetzt nicht besonders aufschlussreich für den Inhalt der Geschichte, aber die Mädels, auf deren Meinung ich Wert lege, oder die Jungs, die Leute in meiner Bubble, auf deren Meinung ich Wert lege, die haben alle von diesem Buch geschwärmt und deshalb habe ich es gekauft. Es hat auch fast keine Gebrauchsspuren. Also hier unten ist ein bisschen zermatscht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Es war auch im Zustand sehr gut, deshalb habe ich es bestellt. Und
Ja, jetzt erzähle ich euch noch, um was es in der Reihe geht. Wenn dein Herz in 1000 Scherben liegt, Josephine Valentine und Archer Race sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, obwohl sie doch unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwar besuchen beide die elitäre Exeter Academy, aber während Josephine als Tochter reicher Eltern mit Privilegien und Erwartungen aufwächst, muss Archer für seine Chancen und Erfolge kämpfen. Doch als sie bemerken, dass aus ihrer Freundschaft Liebe wird, ändert sich alles zwischen ihnen. Aus Angst, ihre Gefühle könnten nicht erwidert werden, halten Archer und Josephine ihre neuen Empfindungen verborgen. Zu groß ist ihre Sorge, den einen Menschen zu verlieren, der sie vervollständigt. Und dann ist da noch ein dunkler Schatten in Archers Umfeld, von dem Josephine nichts weiß und der all ihre geheimen Träume und Hoffnungen zerstören könnte. Natürlich darf Acadia Fight nicht das einzige E-Book bleiben, das diesen Monat hier einzieht. Nein, ich habe noch ein zweites gekauft bzw. als Rezensionsexemplar bekommen und auch bereits gelesen, das aber erst am 3. Februar erscheint, und das wäre Kissing Strangers von Bella Page. Das Buch wird auch im Hardcraft Verlag erscheinen, der bei mir momentan sehr, sehr hoch im Kurs ist. Also wer den Verlag noch nicht kennt, der sollte sich unbedingt mal deren Sortiment anschauen. Ich habe da schon mehrere Bücher von gelesen, die einfach wunderschön waren, und kann euch wirklich nur ans Herz legen, da mal nachzuschauen. Zum Beispiel die Bücher von der lieben Annie Thorne. Nur so als Empfehlung und Anregung. Dein Partner hat dich hintergangen und du küsst aus Verzweiflung einfach einen völlig Fremden. Etwas, das Venice in ihrem Leben für absolut unmöglich hält. Aber als sie erfährt, dass ihr fester Freund sie betrügt und er ihr zu allem Überfluss auch noch die Schuld an seinem Vergehen in die Schuhe schieben will, folgt sie einem inneren Impuls und tut genau das, einen Fremden küssen, direkt vor den Augen ihres Ex. Als Venice daraufhin zu ihrer Cousine zieht, glaubt sie, ihren Ex endlich losgeworden zu sein, doch dieser stellt ihr immer wieder nach, und als wäre das nicht genug, stolpert sie in den ungünstigen Situationen ständig dem hilfsbereiten und viel zu attraktiven Halen vor die Füße. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das diesen Monat hier einziehen durften, beziehungsweise es war eigentlich das erste Buch, das im Januar hier einziehen durfte, und zwar The Witches of Silent Creek, Unendliche Macht, der erste Band der Silent Creek-Reihe von der lieben Ayla. Ich finde, dieses Cover ist einfach ein Traum. Also wenn ich jetzt nur durch mein Regal gehen müsste und sagen müsste, eins der schönsten Cover oder zeig mir eins der schönsten Cover, dann wäre das auf jeden Fall dabei. Wenn da jetzt noch ein Buchschnitt dabei wäre, dann wäre das Buch eine 10 von 10. Inhaltlich kann ich leider noch nicht so viel dazu sagen, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe. Deshalb wird es auch nicht im Lesemonat erscheinen. Ich finde das immer so ein bisschen grenzwertig, wenn ich ein Neuerscheinungsvideo mache, und meistens ist das nächste Video dazu das Lesemonatsvideo, das dann darauf folgt. Und ganz vieles, was ich im Neuzugänge zeige, ist dann auch im Lesemonat drin, weil ich einfach vieles direkt weglese. Aber ja, ich werde euch hier auch wieder nur den Klappentext verraten, und dann wird vielleicht im Februar der Lesemonat damit voll sein. I don't know. Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimat ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß, an diesem rauen Ort ist nichts normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die Hell vor allem in Tyrell Burnett zu spüren glaubt, ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommilitonen am Creeks College. Ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben. Hell wird klar, dass dunkle Mächte wirklich existieren und die Menschen bedrohen. Und das Schlimmste, sie fühlt sie in sich selbst. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Januar hier einziehen durften. Es waren, wie gesagt, 2 E-Books und der Rest waren Printexemplare. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich irgendwie total unbewusst hier einen ganz komischen Stapel gebaut habe. Ich muss euch das mal zeigen. Achtung, ich habe meine Bücher hier etwas seltsam aufgestapelt, nachdem ich sie euch gezeigt habe. Ja, da seht ihr mal wieder, wie die Zwänge in meinem Kopf funktionieren. Ich konnte die nicht so übereinander legen, ich musste sie so legen. Ja. Vielleicht will mir mein Hirn einfach sagen, hör jetzt endlich auf zu babbeln, das Video ist schon lang genug. Das tue ich jetzt auch. Ich packe euch wie immer die Bücher unten in die Infobox. Es sind alles Affiliate-Links, das wisst ihr. Wenn ihr über den Link eins der Bücher kauft, dann kriege ich da eine kleine Aufwandsentschädigung für. Und davon finanziere ich mein Schreiben. Also wenn ihr vorhabt, eins der Bücher zu kaufen, dann tut das gerne über den Link in der Infobox. Damit könnt ihr mich ein bisschen unterstützen und
Ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe. Macht's gut. Ich hoffe, ihr seht uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.